Hallo zusammen, vor ein paar Tagen habe ich ein Video gemacht, Blackout-Gefahr und der Tiefkühler. Ein Thema war, was mache ich mit der Ware im Tiefkühler? Das ist ganz klar, Tiefkühler zulassen, so wenig wie möglich rausnehmen und den Tiefkühler langsam auftauen lassen, zuerst den Kühlschrank brauchen. Speiseeis könnt ihr rausnehmen, das könnt ihr Frappe machen oder sonst irgendwas, aber alles andere, was an sich im Tiefkühler ist, langsam auftauen lassen. Da habe ich gesprochen davon, dass Tiefkühler 2 Tage lang die Temperatur halten. Und ich habe irgendwas gesagt von Tiefkühlakkus. Ihr kennt diese Tiefkühlakkus, die ihr in Kühltaschen habt, die bei euch vielleicht auch im Tiefkühler liegen. Das hier, das ist ein Wemo-Akku, das ist auch ein Eis-Akku. Diese 2 Akkus haben einen Schmelzpunkt bei 0 Grad. Das heißt, die tauen bei 0 Grad auf. Ich kann die also in Kühlboxen verwenden, oder Maiskühler, Weinkühler oder sonst irgendwas. Aber solche nützen im Tiefkühler erst was bei 0 Grad. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier ist meistens Wasser drin und da gibt es sensible Temperatur und latente Temperaturen. Das heißt, diese Eisakkus, hier die 2, die tauen langsam auf. Ihr braucht also für 1 Kilo Eisakku etwa 10 Watt Wärmeleistung, die natürlich im Kühlschrank abgegeben wird, bis sie dann bei 0 Grad sind. Von 0 Grad auf plus 0 Grad, also minus 0 Grad auf plus 0 Grad, braucht 1 Kilo Eisakku circa 92 Watt. Das heißt, etwa die 10-fache oder 9-fache Leistung ist da gespeichert im Wechsel von fest auf flüssig. Wieder in 20 Grad erwärmen. Jetzt gibt es auch diese Eisakku oder minus 18 Grad Akkus. Diese Tiefkühlakkus, die muss man bei mindestens minus 25, minus 30 Grad einfrieren und die halten die Temperatur dann bei minus 18 Grad. Da erfolgt dieser Auftauaufwand bei minus 18 Grad. Aber die meisten haben gar keinen Tiefkühler, der minus 25, minus 30 Grad packt, sondern man stellt ja den ein auf minus 18 Grad. Weil da halte ich die Temperaturen, tiefer bringt es nicht, da steigt der Energieverbrauch. Also von dem her eigentlich auch keine logische Sache. Es gibt diese speziellen Akkus, die werden in Tiefkühltruhen und Kühlschränken eingelegt. Vielleicht habt ihr so einen Kühlakku drin und dieser gefriert bei minus 15 Grad. Beziehungsweise taut auf bei minus 15 Grad. Wenn ihr den also irgendwo in der Schublade drin habt, taut dieser bei minus 15 Grad auf und gibt bei minus 15 Grad, nimmt der Wärme auf. Das heißt, er kühlt. Und so verzögert sich die Auftauzeit eures Tiefkühlers bei einem Stromausfall. Oder wenn das Gerät kaputt ist. Solch ein Akku hier, ich habe hier das Datenblatt, ich verlinke euch da unten im Shop. Dieser Akku hat 1,2 Kilo Inhalt. Der hat eine Speicherleistung von 105 Wattstunden. Jetzt nehme ich einen Tiefkühlschrank, so die Größe 200 Liter, der hat ein
Kältebedarf von um die 20 bis 25 Wattstunden pro Stunde. Also wenn ich hier Kälte drin habe, das Wort ist ein bisschen falsch, aber wenn ich hier Kälte drin habe von 105 Watt und ich habe einen Kältebedarf im Schrank drin von 20 Watt, dann kühlt dieser Akku den Tiefkühler etwa 5 Stunden länger, bis er dann effektiv anfängt aufzutauen. Wenn ihr zwei Akkus drin habt, dann sind das schon etwa 10 Stunden Verzögerung, die die Ware nicht auftaut. Jetzt kann man natürlich die Akkus massenhaft reinlegen. Wichtig ist, der Taupunkt sollte bei minus 15 Grad sein, weil tiefer könnt ihr nicht einfrieren und bei 0 Grad bringt es nicht, weil dann ist die Ware schon aufgetaut. Ja, das ist so ein Kühlakku, die gibt es, die brauchen wir im Bereich der Transportkühlung. Also hat eigentlich nichts mit der mobilen Kühlung zu tun oder schon mobilen Kühlung. Es sind einfach Standardakkus, die aber bei minus 15 Grad auftauen und somit die Ware vom Tiefkühler bei minus 15 Grad halten. Sobald der Strom wieder da ist, fängt der Tiefkühler wieder an zu laufen und die Kühlakkus werden dann bei minus 18 Grad zwar länger, aber wieder eingefroren und fest. Die andere Möglichkeit, was es gibt, natürlich eine Tiefkühltruhe, die auf 12 Volt läuft, aber hier so ein Akku kostet 30 Franken, eine Tiefkühltruhe mit Solar und so weiter, da sind wir bei 3000. Ich mache euch hier einen Link über eine Sundancer Tiefkühltruhe, also sehr dick isoliert, die gebaut ist für Tiefkühlware an Orten, die keinen Strom haben. Hier mache ich euch ein Video über das, was die Schweizer Behörden rausgegeben haben, dass wir uns vorbereiten sollen auf den Blackout. Und im Beschrieb unten findet ihr den Link bei uns zum Shop für so einen Kühlakku. Wichtig ist, dieser Akku sicher eine Woche vor dem Blackout oder Stromausfall schon in Tiefkühler legen. Nicht erst, wenn der Blackout da ist. Ja. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.